Was denkt ihr? Mit dahinter stellen. Ja, der Wolf ist relativ neu in Deutschland und deswegen haben wir ein großes Thema daraus, weil er eben Sachen macht, wo wir 100 Jahre lang nicht mehr zu tun hatten. Weil der Wolf wurde nämlich von den Menschen ausgerottet in Deutschland und erst durch den Mauerfall kam er dann wieder nach Deutschland aus dem Osten rübergewandert. Und wir wissen alle nicht, wie wir damit umzugehen haben. Und deswegen ist der Wolf eben ein großes Thema bei uns. So, und heute gibt es Leber. Okay, dann ist unsere zweite Frage. Wie verhält sich denn der Wolf mit dem Mensch versus der Wolf ohne den Menschen? Also der Wolf mit dem Menschen verhält sich relativ gleich wie ohne den Menschen, weil der Wolf eine natürliche Scheu hat und 30% unserer menschlichen Bevölkerung in Deutschland haben bestimmt schon mal Wolfkontakt gehabt, ohne dass sie das eben wussten, weil der Wolf meistens die Menschen eher kriegt als die Menschen selber und dann eben abhaut. Und deswegen ist das Verhalten eher distanzierter gegenüber Menschen als eben ohne Menschen. Hallo, also ich erzähle jetzt was über die Entwicklung der Wölfe zum Hund. Und zwar war das ist eine Theorie, dass sich Wölfe den Nomaden angenähert haben und deren Abfälle gefressen haben. Und die Nomaden haben sich irgendwann an die Wölfe gewöhnt und haben dann quasi so, wenn welche, also die frechen Wölfe und aggressiven Wölfe haben sie verjagt und getötet, aber die kleineren harmlosen Wölfe haben die toleriert und so ist das entstanden, dass die kleineren und harmloseren dann immer kleiner und harmloser wurden und dann zu den Menschen gegangen sind. Ja, die Wölfe kommunizieren durch verschiedene Körperhaltungen, durch Winseln, vielleicht auch mal durch Heulen, allerdings das Heulen erst sehr selten und auch nicht bei Mondschein, das ist völliger Trugschluss, das gab es nie. Bei Mond wird der Wolf sich auch zurückziehen, weil es zu hell ist und er eben dann Scheu zeigt von dem Licht. Dann ist es aber auch so, dass sie durch das Heulen eben mit den Artgenossen kommunizieren, die haben Beute gemacht. Die würden nie vorher heulen, bevor sie das Reh fangen, weil das Reh ja sonst wegrennen würde und sie sich nicht anschleichen können. Und durch das Winseln und die Körperhaltung, Schwanzhaltung, dann haben sie einen Sattelfleck. Sie stellen den Kamm auf und dadurch kommunizieren sie eben untereinander. Das Besondere an Wölfen ist für mich, dass das Verhalten von den Wölfen, wenn man sich länger mit ihnen beschäftigt, relativ ähnlich sind. Man kann Wölfe ganz schnell lesen, die Hunde eben auch. Wenn ich einen eigenen Hund habe, den kenne ich irgendwann. Denn beim Wolf ist es genauso. Wenn man tagtäglich mit Wölfen zu tun hat, dann weiß man, wie jeder einzelne Wolf reagiert, wer der Chef ist, wie auch das Fressverhalten ist. Und das finde ich super interessant, weil Wölfe eben nicht dressierbar sind, sind aber doch irgendwo lesbar.